Spaß. Moin moin und herzlich willkommen zur vierten Runde von Pummelparty am heutigen Abend. Hier mit dabei ist, ich komme euch nicht mehr mit, Vanillemilch. Moin. Und die anderen beiden prügelt euch. Mr. Zylinder. Hey. Alias Freshnate. Und dann ist der Hörig, unser Baumstrike. Ja, ganz genau. Sanitäranlagen, Heizungsbad, Klima, Schwimmbadtechnik. Kein Bild, kein Strom, ich komme schon. Let's go. Gott, ich verblute. So, und jetzt nehmen wir weiter, jetzt mache ich kurz die Kamera wieder. Verschwunden. Fresst er mein Kohlen? Ja, würfeln. Erstmal nicht mehr. Ich kann eigentlich nur noch Dritter werden. Hat irgendjemand die Null gewählt? Ja, ich. Okay, wir sind jetzt auf einer Ölpipeline oder Ölinsel. Natürlich. Sieht aus wie die Arid Badlands, Mann. Nee, Arid Badlands ist bewohnter. Kein Bild, kein Ton, da waren wir schon. Das ist auch gut. Mein Chat spricht mit mir. Ach so, meiner nicht. Meiner auch nicht. Oh mein Gott! Alter. Ich hab wieder tot. Direkt zerfleischt. Ich in die Falle rein. Wow. Ein Bild kennt man dabei schon. Okay. Besser, ganz am Anfang von meinen Streams hatte ich richtig Dia-Show. Das läuft ja jetzt besser, ne? Ja. So Daumenkino hatte ich besser. Echt, so schlimm? Ja. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Irgendwas war bei mir immer komplett ausgelastet. Woran hat es gelegen? Genau, am Ende weiß man nur, woran es gelegen hat. Da habe ich jetzt irgendwie mal so ein paar Sachen deaktiviert und so ein paar andere Sachen umgestellt und seitdem funktioniert es eigentlich ganz gut so. Oh, hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Herr Ayalalabala. Ach du Scheiße. Laufe über die unsichtbaren Plattformen und sei als Erster am Ziel, aber falle nicht in die Leere unter deinen Füßen. Oh, das konnte ich mal, Alter. Ach du Scheiße. Ist ja witzig. Ah, fuck. Ups. Alter Junge, du siehst noch nicht mal mehr den Anfang. Alter! Nein. Ah, jetzt! Alter, das ist ja nur für einen scheiß kurzen Moment, nein. Alter! Nein! Scheiße! Ich kann das nicht. Mr. Zylinder? Fresh, ne? Ja, ja. Hi! Wie geht's dir? Hi! Mäßig. Nein, das war ein Spiel. Oh mein Gott. Das wir hatten einen guten Lauf. Hä? Das sah so sicher aus. Boah, shit, Alter. Wir warten. Und ich warte. Und ich warte auch. Eieiei. Ich hab Angst. Ja, ich auch. Kann meiner vorgehen? Nee. Du, ich hab kein Ding. Ah, weißt du, du bist hinter mir und kriegst 200 Punkte. Was soll denn der Scheiß? Ich bin Erster geworden, Bruder. Hallo? Was hinter mir? Ach, hör auf zu lullen, Mann. Boah, ich könnte jemanden wegsprengen. Mach doch. Nee. Gebe ich mir auf. Oh, oh. Wo muss ich dann? Ich muss da runter. Ja, als ob, Alter. Der genau 41, ey. Warte. sieht man Respekt. Das? Respekt. Ja, ja. Iced out. Oh nein. Ach, der Swarm. Wollte man. Karma und so. Kann mich wieder umbringen? Hä? Was ist jetzt los? Haha!
Was passiert hier? Du sagst hier nochmal haha. Es tut mir leid. Nein. Erstmal die. Danke für deine Schlüssel. Bitte, bitte. Ach, ich hab sie eh nicht gebraucht. Alter. Hier, Freshnet. Ja, ich teile mit dir. Yay. Schmeckt. Hä? Was ist denn das für ein Random-Faktor? Ein Brettereignis. Ah, Tatsache. Okay. Aber wer hat das Brett ausgelöst? Ich glaube ich. Da, ich stehe auf so einem Ausrufezeichen. Ah, okay, ja. Böser, Freshnet. Echt mal. Verdient. Ah, womit verdient, bitte? Hammer. Ich hab's nicht mehr vom Fleck jetzt geschafft null. Bis jetzt. Oh. Oh. Du musst bei dem Spiel echt überlegen, ziehst du durch oder nicht? Springe über die Laser zu deinen Füßen. Versuche so lange wie möglich durchzuhalten, da die Laser schneller und komplizierter werden. Mhm. Ah. Für Koyampel und mich. Schade, dass Zauberkraft nicht mehr da ist. Da hättest du Spaß dran gehabt. Ich hab von It Takes Two noch Erfahrung davon. Also Koyampel und ich haben Erfahrung aus Crash Bandicoot 3. Entropy. Ist das hier nicht Endboss gegen Cortex? Nein, Entropy. Mit den ganzen verschiedenen Lasern. Ja, bei Entropy auch, stimmt, bei beiden. Aber irgendwie bin ich trotzdem gerade schlecht. Boah, Alter, mich fuckt aktuell der Bosskampf bei Crash Bandicoot 4 ab mit Entropy, Alter. Das ist... Oh, leider habe ich da nie wirklich viel weiter gespielt. Echt nicht? Nee. Also nicht, weil ich das Spiel schlecht fand oder so. Nee. Irgendwie hatte ich immer andere Dinge im Kopf zu tun noch. Ich habe auch irgendwann immer, Stückchenweise gespielt. Ihr macht das schon. Ich snack weiter. Was? Kann ja gar nicht sein. Boah, ich habe gewonnen. Was? Ich habe ein Geschenk. Das ist mein erstes Geschenk. Verrückt. Sind da jetzt Glückwünsche angebracht? Also bei seinem Karma will ich das Geschenk lieber zulassen. Echt? Ich mach's auch. Ich mach sowas von oben. Oh je! Du hättest doch mich hören sollen! Oh, schön. Das war's dann mal wohl. Ach ja. Man kennt's nicht anders. Karma is a bitch. Grüße. Grüße. Oh oh. Perfekt. Freshnate, ich weiß, was du meinst mit dem Brettereignis. Und soll noch zu mir sagen, ich bin schlimm, weißt du? Ja, Karma. Oh nein. Oh. Er ist so weggeschnetzelt, Mann. Jetzt kommt gleich noch die Zweifel Koyampel und wird erstmal in der Falle festgesteckt wieder. Nee. Oh Gott. Gut, das Gott heißt nicht, dass bei der neuen nicht auch noch eine ist. Oh, gut, war doch auf eine 10 hochgerechnet. Oh. Naja. Gut, Zauberkraft ist nicht dabei, wir haben eine faire Chance. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte Wind ein bisschen genauer ausfallen. Wo bin ich? Da bin ich. Oh. Ah, ein Punkt! Schlecht kann man denn sein? Hä? Alter, war der schnell. Ich treffe ihn! Oder auch nicht. Alter Schwede. 300. Ah, trotzdem letzter. Punkte. Wie habe ich das gemacht? Glück. Ja, Zauberkraft lässt grüßen. Wir können das alle nicht, sagt sie gerade. Kann nicht sein, sonst hätte ich ja nicht gewonnen.
Naja, du kannst es wohl am wenigsten schlecht von uns. Was habt ihr gesagt? Oh, 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 oh. Oh Gott. Nein. Oh. Er hat uns beide getötet. Nein, was hörst du da lang? Ich glaube, das ist Karma. Ja, das ist Karma, das hast du verdient. Ich hab euch beide hingerichtet, Alter. Wie sag ich, er hat uns beide getötet. Nein, da ist ja der Pfeil nach links und rechts. Ich wäre also richtig geflogen. Nein, nur zu kurz gewürfelt. Scheiße. Ja, Get Psycho schreibt auch gerade rein, bei dem Minispiel habt ihr eure Meisterin gefunden, ja. Die macht das, das ist so. Sagen wir mal, nein, haben wir die Meisterin gefunden oder werden wir einfach kaltblütig fertig gemacht, ey? Wir waren ja so chancenlos gegen sie. Ich werd einfach beim nächsten Mal, wenn das Minispiel kommt, Alter, mein Maus- und Tastaturspiel mal gucken. Kommen wir ja gucken, ob es an der Maus... Wenn gleich komisches Geschrei durch mein Mikrofon kommt, das ist hier keine Menschenfolter, das sind Katzen, die sich nicht gerne... Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ich bin auf ein Wetter-Ereignis aufs Weltenereignis gekommen. Oh, kannst du die Desktop nicht mal für dich behalten? Mann. Oh, was sollen wir mit dir nur anfangen? Ich weiß es auch nicht. Da steht ja ein Kaktus rum, ist mir voll entfallen. Grüße. Einfach der Kaktus. Oh, Bomberman. Oh ja, Bomberman. Bin dabei. Ach Gottchen. Ja, Bomberman wieder. Wahnsinnig cool. Fresh Nate nicht in der Mitte platzieren. Nee, das war auch, wenn ich in der Mitte platziert. Ja. Ach, war es nicht? Echt nicht? Nein, aber der hat einfach so einen Radius gehabt. Der einfach zu groß war. Jawohl. Oh Gott. Ja. Perfekt. Selber weggesprengt. Wer kennt's? Nice. Oh, danke. Nein! Oh oh. Das war. Und nein, es geht nicht. Null Punkte. Ballert. Ich habe schon fast den Spaß mit dem Bomber. Im Prinzip, eigentlich könnte man genauso gut beim Bomberman-Stream machen. Apropos, also ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich habe das letztens im PlayStation Store gesehen, dass das Super Bomberman R Online irgendwie kostenlos ist. Ich weiß nicht, müssen wir mal auf dem PC oder so gucken, ob das da auch kostenlos ist. Ich habe keine PlayStation. Deswegen habe ich gesagt, gucken, ob es auf dem PC auch kostenlos ist. Hey, ich wurde abgesperrt, ich komme hier nicht raus. Das ist unfair. Ja, passiert. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck von solchen Sachen hier. Echt? Ja. Das war kacke. Oh, scheiße. Oh, Mann. Der hat alle weggebombt. Nee, ich lebe noch. Ja, gewonnen. Röhrig gewinnt. Der Röhrig, Alter. Ich muss was trinken. Oh. Wechsel ich hier schon zu etwas halbwegs gesunden? Safety first. Also wenn ich jetzt gesponsert wäre, dann würde ich dir was empfehlen, aber ich bin nicht gesponsert und dann heißt es immer wieder, machst du Werbung und bla. Lass mich raten, dein komischer Eistee da. War das jetzt ein Ja? Ganz genau. er hat das letzte Mal, als ich glaube mit ihm gestudiert habe, schon ein Placement gemacht. Das war auch der Wurms macht alles tot Stream. Ja. Der Wurms macht alles tot Stream. Ja. Ja, ich versuche auch noch irgendwie da mittlerweile irgendwie runterzukommen. Ich habe es zwar mittlerweile geschafft, auf die ganzen Zero-Getränke runterzukommen, aber. Ja, also ich nehme auch gerne Zucker reduziert. Das muss nicht explizit Zero sein, aber halt nicht ganz so meist. Gut, es gibt da so ein paar Energy Drinks, die nehme ich auch super gerne mit Zucker, aber viele davon auch schon ohne Zucker. Ja, besonders bei Monster,
Den blauen Monster, den trinke ich sehr, sehr gerne. Das ist ja der zuckerfreie. Bei Monster stehe ich total auf Rehab. Das ist ja auch recht zuckerfrei. Dieses Eistee-Geschmack. Mega geil. Da würde ich jetzt auch was empfehlen, was weniger Zucker hat. Werd aber auch für nicht bezahlt. Level Up. Ja, Level Up. Ja, das ist... Oh Gott. Das war das, was ich dir im November mal mitbringe. Wenn ich hochkomme. Kommt das, dass ich auf... Achso, genau, ich hab versucht, mit dem rechten Trigger Gas zu geben, was ja nicht funktioniert hat. Kenn ich. Wieso seid ihr gerade alle vor mir? So schlecht war ich bis jetzt nicht. Warum ist eigentlich die Vanillemilch vorne? Ich war überall, gibt's einen Rückwärtsgang? Ja. Gibt's doch B, glaube ich. Alt-F4. Alt-F4, ja. Und auf Steuerung alt entfernt kannst du die Geschwindigkeit davon einstellen. Von Alt-F4 und... Nein, ich bin vor die Wand gefahren! Ja. Oh mein Gott. Und wenn du auf den Power-Knopf drückst, machst du den Heck an. Turbo-Modus. Nee, Hacken tue ich nicht. Turbo-Modus, Alter. Bin ich eigentlich Letzter oder immer noch Erster? Seid ihr mit vorbeigefahren, oder? Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte allen vorbeigefahren, weil sie alle gleichzeitig gegen die Wand gefahren sind am Anfang. Das war gut. Oh mein Gott, warum bin ich denn heute so schlecht? Das färbt jetzt wieder zurück, weißt du? Vorhin gewonnen. Ja, jetzt muss ich ja wieder dann verlieren, so, weißt du? Ey, Koriampe, komm mal hinter dir, dreiköpfige Affe. Ja! Das erste Mal, dass ich hier gewonnen habe, ich fass es nicht. Ja, ich war mit Abstand Letzter, weil ich voll verkackt hatte. Ja, wie wir drei auch alle gleichzeitig gegen die eine Wand gefahren. Ja, ich bin auch noch gegen die Wand gefahren, aber ich habe mich schneller wieder lösen können. Muss ja erst den Rückwärtsgang suchen. Wo ist der Schlüssel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das schaffe ich ja eh nicht, ne? Aber wo wir auch gerade hier so bei zuckerfreien Getränken und so ein Scheiß waren, ne? Du wirst gar nicht glauben, wie viel so scheiß Ernährung ausmacht, so, ne? Oh, doch. Das glaube ich dir. Weiß. Wenn ich mir überlege, ich hab dieses Jahr schon 30 Kilo abgenommen, so. Ich hatte auch letztes Jahr 20 abgenommen und dann hat Corona halt reingekickt. Danke. Ist das Ding ein Feld vor mir? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, irgendwie schon. Nee, entweder stehe ich drauf oder es ist ein Feld vor mir. Dir fehlt aber ein Schlüssel. Nein, hinter mir ist es so. Ich bin sogar schon weiter. Oh. Lohnt sich gar nicht, okay. Oh nein. Oh nein. Der Kaktus ist tot. Erstmal Kaktus. Lang lebe der Kaktus. Kaktusse. Oh. Autsch. Oh. Oh, Glück gehabt. Naja. Heck, Junge. Rasiert. Und direkt abgesnackt. Gegenstände habe ich immer noch nicht, weil ich so schlecht in den Minigames bin, ne? Ja. Diese Einsicht, ey. Wohl, zwischendurch schafft er mal ganz gute Sachen. Oh, ja. Oh Gott. Ja, kommt immer drauf an. Das ist gar nicht mein Spiel, sag ich dir, wie es ist. Ich finde das witzig. Ja, das ist auch lustig. Feuerball, Junge! Alter, Junge, Feuerball! Er hat mich schon so weit rausgekickt, Alter, dass ich fast down bin, komplett schon. Ich beschwöre den großen Chaos-Feuerball, ihr Penner. Ja, Alter, das habe ich gesehen, Freshmate, Alter. Das war ein Attentat, Alter. Oha! Gut, also habe ich schon mal zwei Minispiele, wo ich gucken werde, ob ich mit Maus und Keyboard spiele. Warum? Weil du hier schlecht bist, oder was? Nö. Dafür spielt gerade keiner mit Maus und Tastatur, oder? Oder doch? Nee. Nö, das nee. Nicht, aber einfach um zu gucken. Ah! Ich habe ja mit Borderlands am PC habe ich auch mal angefangen, mit Maus und Keyboard zu spielen.
Lass uns einfach tanzen, Trash Nate. Und wenn sie diesen Tango hört... Du würdest aber, glaube ich, trotzdem verlieren wegen dem Schaden oder wegen den Punkten. Oh mein Gott. 4 Punkte Vorsprung. Ei, 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 ei. Noch 4 Punkte. So, wo muss ich hin? Wie viele Felder sind denn das? Mehr als 10. 1, 2, 3, 4, warte. Hast du eine Rakete hast? 11 Felder brauchst du. 6, 7, 8, oh Gott. Habe ich eine Rakete? Brauchst... Nein, hast du nicht. Nein. Du hast aber ein Geschenk. Oh. Ich hab zu wenig Münzen. Ja, wollte gerade sagen, du kannst es dir nicht leisten. Wenn das Geschenk dich direkt davor setzt, wäre das echt Sünde für dich. Also wenn ich jetzt auf jeden Fall da reingegangen wäre, das wäre auf jeden Fall echt schlecht geendet, Mann. So. Aha. Ich gehe mal hier Schlüssel aufsammeln vom Boden. Mach das. Sagt das Leben auch. So, wie hieß der nochmal? Bei Family Guy, wie hieß der nochmal? Peter Griffin. Nee. James Woods. Oh. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Eher so. Oh, ein Schlüssel. Oh, ein Schlüssel. Oh, jo. Alles klar. Mhm. Würde ich nicht machen. Nach oben verlierst du deinen Kaktus. Spiel ihm doch nicht in die Karten, Alter. Du musst. Das Spiel soll Freundschaften zerstören. Das heißt, du musst auch jemandem halt dann sagen. Weißt du? Weiße? Weiße? Sorry, ich verzweifle. Weiße. Ja. Bitte. Aber ich habe das richtig verstanden, dass wenn jemand 4 Trophäen hat, hat er gewonnen. Oh, was ist das denn? Ja. Lor, was? Was hat er da gerade bekommen? Irgendwie ein Geschütz oder so. Ah. Ja, werd ich wohl nächste Runde. Oh ja. Oh. Bitte nicht. DK. Donkey Kong. Alter. Oh. Wofür steht denn DK? Not funny. Didn't laugh. Ah, Junge, Fast and Furious Tokyo Drift. Er ist der DK. Oh, bin ich schlecht. Weißt du überhaupt, wofür DK steht? Donkey Kong? Oh. Joa! Kacke! Nein! Vanillemilch, wartest du kurz auf mich? Nee. Ich bin die perfekte Runde gefahren, ich bin kein einziges Mal runtergefallen, Mann. Naja, ich hab in der ersten Runde komplett verkackt, Alter, da bin ich runtergefallen. Wahnsinn. Boah, heftig. Richtiger Killer bin ich. Richtiger Killer. Jetzt muss ich auf mich warten können. Meinst du? Wieso kriegen jetzt auf einmal 3 Spieler ein Geschenk? Schweine. Finde ich klasse. Weil das Spiel dich mobbt. Genau. Oh, ich fühle mich gemobbt. Ja, genau. Kann ich irgendeinen hier in die Luft jagen? Nee. Doch, die Zucchini, die Aubergine kommt an. Nicht Zucchini. Die Zucchini. Ja, ich hätte ein bisschen blau angelaufen. Ich bin die Zucchini. Boom. Erst wird die Atmosphäre gekickt. Boom. Und genau hinter der Kiste. Das tut weh. Ach, stört mich nicht. Ich teste gleich aus, was das Geschütz macht. Und wenn ich ein Ziel anvisieren kann, dann weiß ich, wen ich nehme. Boah, war klar. Wer sagt denn, dass ich dich nehme? Ja. Die Erfahrung. Muss ich gerade sagen. Avocado. Mann. Der, der auch immer gerade bei mir online gekommen ist, der soll sich verziehen. Hab ich doch vorhin gesagt. Ich hab vorhin gesagt, es ist Avocado, Mann. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Hab ich doch vorhin so richtig confident gesagt, so, ja, guck mal, die Avocado da, weißt du? Alter, nee, komm, Alter, das wäre übertrieben. Da stehst du. Da hast du 17, okay, das lohnt sich nicht. Der überlegt schon so,
ja, so, ja, okay. Hm, also ich kann klar. euch die Info schon mal so geben, der Laser ist ein Instakill. Das auch. Nee, das zieht mir nur Münzen ab. Ach ja, du warst ja nicht, du warst ja schon tot, deswegen warst du nicht mehr Low Life. Nee, wenn du Blut einstellst, kriegst du ein Leben mal kurz hoch. So kriegst du nur, Hey, Blut ich bin auf meinem eigenen Feld. Ja, da war ja Blut, so. Und ich war, ja, ging ja gerade noch davon aus, dass du nur 4 HP hast, so. Nee, nee. Krass. Leg dich nicht mit dem Laser an. Wäre jetzt echt beschissen gewesen, wenn er dir den Laser abgezogen hätte. Oh, oh, das wäre wild gewesen. Würde mich nicht stören. Ja, 2 davon. Oh, erobere Blöcke, indem du auf sie trittst. Andere Spieler können dein Territorium nicht betreten, also manövriere sie um sie herum, um das größtmögliche Gebiet zu erobern. God. Oh, Crash Bash, Pogo Sticks. Ja, aber das ist noch schlimmer. Das grenzt boah, ja gleich alles richtig, aber da. Ja. Grenzt dann Vergewaltigung. Was? Ach man. Ja, das ist wohl... Bei mir ist furchtbar doof gelaufen. Das habe ich verkackt. Hallo Vanillemilch! Hallo! Boah, ich bin hier noch ein bisschen in die Ecke rein. Das war der Hammer. Kuscheln! Ja, wir sind ein bisschen eingegrenzt, ne? Die hier grau und gelb ziehen uns ganz schön, grau und weiß ziehen uns ganz schön ab, ne? Ja, die gibt's auch noch, ja. Ja, ja, ich glaube die Taktik irgendwie nicht so ausgehabt. Ich wollte eigentlich erstmal so eine Linie ziehen, so, und dann... Ich wollte nicht mal alle Felder ausfüllen, Mann. Ja, und das mit der Linie ziehen war Koyampe sein Verhängnis. Ja. Weil er hochgelaufen ist und ich ihm unten abgeschnitten habe an der kurzen Ecke. Das ist oh, richtig Mann, gemein. Ich hab nicht mehr genug Münzen, Mann. Ich lächerlich, das tut Alter. Das natürlich weh. Ja. Und genau drauf gelandet. Macht man nix. Das ist Karma. Das ist einfach Karma. Na, wird dich angelasert? Bam! Oha. Jo, Alter. Definitiv witzig. Was ist das für ein... Richtiges Kamehameha, Mann. Giga-Laser atomisiere jeden Gegner auf der Karte, den du willst. Die Beschreibung. Atomisiere. Alles ja, klar. Ja. Och, Junge, hör doch auf. Och, komm schon. Wieso wollt ihr denn immer mit den Würmern spielen? Keine Ahnung. Ich wollte Vanillemilch sein Dingens loswerden. Sein Kaktus. Sein Kaktus. Sein Kek. Nee, hab ich nicht. So. Wow. Wow. Sieht gar nicht gut aus. Oh. Bong. Da liegen so ein paar Schlüssel auf dem Weg. Da sollte mal jemand langgehen. Ja. Ich verstehe sowieso nicht. Weißt du, ich habe Schutzhelm auf dem Krieg voll Schaden. Mit der Bombe. Die Zeit läuft. Warum hältst du diese Bombe? Wer war... Ach Gottchen! Bombenspiel auf einer anderen Map? Bombenspiel auf einer anderen Map? Oh, stimmt, Alter. Oh, Jesus. Oh, okay. War klar, dass ich die zuerst bekomme. Natürlich. Hier, nimm du die. Ah. Oh Gott, wo muss ich lang? Ja genau, versteckt sich da unten, Mann. Steht da eigentlich ein Timer drauf? Nein. Ja, steht da. Nein! Steht auf der Bombe. Ja!
Nein! Oh mein Gott! War das unfair. Nein! Wo ist eigentlich Fresh Night, die Sau? Der hat sich wieder. Der hat sich wieder irgendwo versteckt, ey, die Sau. Ja, du darfst ihn jetzt suchen, viel Spaß! Nein! Nein! Das ist göttlich! Ja. Oh Gott. Er hat noch genug Zeit, um dich zu testen. Ah! 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 Weg! Nein. Oh! Auf andersrum. Oh! Komm! Was? Ja! Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Ja! Ich wollte ihn mit dem letzten Sekundenschlag ihm das reindrücken. Deswegen. Oh! Glück gehabt, Mann. Ich glaube, da drüben gibt es wieder einen Superlaser. Oh, ich glaube, den brauche ich. Und ich habe immer noch nicht. Du bist ein bisschen weit weg dafür. Du hast einfach zwei Portale. Ich weiß auch nicht, woher die kommen, so. Habe ich eigentlich irgendeinen von euch auf dem Weg? Tatsächlich nicht, aber warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, okay. Okay, ja, das. Du sagst eine 9, tödliche. Probieren wir es aus. Und. Abfahrt! Hui! Oh, du bist ein gutes Schlüsselgeschäft. Und der Wurm wieder. Nee, er würfelt ja noch. Ach so, oh, Glück gehabt. Oh, eieieiei. Das war, knappe Kiste, muss ich sagen. Sehr knapp. Aber jetzt hätte ich genug Münzen, Schlüssel, weißt du? Hey, so. Kaktus! Ja, ist Safety First. Hallo, ich bin der Kaktus und ich bin auch dabei. Weißt du, gerade so richtig, so ja, den Kaktus zieh ich mir jetzt auf, damit ich auf jeden Fall safe. Und dann kommt er aufs erste Feld und wird da ja. Der Kaktus. Oh, hör doch auf! Entschuldigung! Hör doch auf, komm, ich bitte dich. Och, man. Brettereignis. Erst bei den. Also, ich weiß, wir haben dieses eine einzige Feld. Das haben wir schon ein paar Mal erwischt. Das ist so. Ja, also ich glaube, wir spielen ja mit gezinkten Würfeln, eindeutig. Ja. Wie weit ist ein. Ich glaube, wenn du den Felder auf der Karte dir, siehst, also dann. Er ist eigentlich direkt unter dem anderen blauen Feld, ist er, aber. Ich weiß nicht, ob du triffst. Geist so. Nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Oh. Habe ich jetzt geschossen? Doch, du hast getroffen, oh. du hast sechs Schaden gemacht. An er hatte wem? Vorher 17. Ja, dir. Oh, ey, was? Hallo? Du hattest 17 HP vorher. So ein Dash. Guter Schuss. Respekt für den Treffer. Dafür kriegst du Schlüssel wieder. Hm. Geschenkegreifer, was? Versuche die wertvollen Geschenke abzugreifen, wenn sie auf das Förderband kommen, aber achte darauf, dass du nicht versehentlich die Kohle erwischt. Oh, war das nicht irgendwie so bei Pokémon Stadium oder Pokémon Stadium 2? Da musstest du auch da irgendwie sowas, ne? Was ist die ja. Kohle? Wo Geschenke einsammeln? Diese Kohle ist im Normalfall schwarz. Ja, okay. Also, war, das nicht, war das nicht. Wie hießen denn die blöden Vogel-Pokémon, die da. Die diese Geschenkepackung hatten? Botogel. Botogel! Genau, Botogel. Da gab's das Minispiel bei Pokémon Stadium 2. Ich denke gerade irgendwie an Pokémon Channel, ich hatte echt Spaß mit dem Spiel. Boah, apropos Pokémon Channel, Alter, ich muss irgendwie noch das neue Pokémon Snap spielen. Boah, weißt du, worauf ich richtig Bock jetzt hätte? Oh, Pokémon ich glaube. Channel. Nee, Pokémon Stadium. Boah, Junge. Was waren einfach, Zeiten, ne? Einfach. Ja. Einfach ein Emulator, Pokémon Stadium. Vollgas, Junge. Wobei, Stadium würde ich ehrlich gesagt eher auf Original spielen. Tatsächlich, aber. Ja, ich hab leider kein Geld. Jo, wie schnell wird das denn? Schneller. Ich
habe leider kein Geld für eine N64, Mann. Die sind richtig teuer geworden. Ich weiß, das ist das Schlimme. Wenn ich irgendwann mal das Geld habe, ich werde mir wieder eine N64 kaufen, sag ich dir, wie das. Als ob ich so schlecht war. In meinen Augen war ich super gut. Man kommt du hast vielleicht eine verdrehte Sicht auf die Welt. Also in meinen Augen war ich ja super gut. Hä, hey, ohne Witz, ich hab gedacht, ich werde jetzt so Erster oder so. Also in meinen Augen warst ist du es von hinten das Geld. Oh, das ist schlecht. Fuck! Erstmal aufgespielt. Oh, da sind Pino Spieße. Sind ja richtige Spießer. Gott. Das ist sein. Ach, hör doch auf! Gut, hätte er es nicht gemacht, hätte ich es nicht einfach daran danach gemacht. Also, tot wärst du gewesen. Das ist alles Liebe. Ja. Hab ich gemerkt. Ich folge dir ins Grab. Karma. Achso, ich lebe ja noch. Gut, das Karma kommt immer zurück. Karma ist eine blöde Bitch. Ja, oh, ich bin doch noch in Reichweite, ich fass es nicht. Oh. Erst wird die Shotgun noch reingezogen. Dieser Magnet ist echt übel. Ja. Mhm. Oh, ein Teleporter, ne? Ja, genau. Ey, guck mal. Jetzt kann mal, er sich die ganzen Münzen von mir reinziehen, weil du, wenn er jetzt weit genug würfelt. Ja, er hat sogar noch volle HP, also braucht er sich nicht heilen. Wobei, volle HP ist. Stimmt ja, nicht ganz. Das ist jetzt gelogen, ne? Ja, kannst aber nach rechts und bist dann voller HP. Hast dann volle HP. Ja, sagen, stimmt. Ja, perfekt. Natürlich. Wer links dich die Truhe? Ne, rechts ist die Truhe, ne? Nein, rechts wäre die Truhe. Ah, ja. Hauptsache das Ausrufezeichen: Steuerung geändert. Ja. Danke dafür, Alter. Danke dafür, Merkel. Merkel macht Shisha aber auf. Oder wie war das? Danke dafür, Al-Blali. Genau. Wenn ihr euch fragt, warum ich so ein bisschen bin, das, mir hat einer von einem Bloody-Fans auf die Schnauze gehauen und hat einer so untergeschrieben, das liegt an einem Ogre-Kin, Junge. Die Musik hier erinnert mich übrigens bei Crash Bandicoot 1 an dieses Wildschwein-Rennen. Weißt du, oh ja! Das, weißt du, an was mich das erinnert? Diddy Kong Racing, Alter. Auch mit dem Fliegen und so, weißt du, durch diese Dinger da durch. Ich hab Diddy Kong Racing nie gespielt. Du bist voll die Abkürzung. Nicht? Oh, Diddy Kong Racing war richtig cool, ey. Glaub mal. Oh, Junge, Alter. Da krieg ich schon wieder Erinnerungen, Alter. Mit der Uhr fahren. Oder wie sie hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie der die komische Uhr hieß, ne? Ursula. Ursula. Oh mein Gott. Oh, ey, System gedribbelt oder was? Ja, ja, genau. Ja, wozu den Boost nehmen, Alter? Ja. Leo! Kürzt ihr am laufenden Band ab oder was ist hier los? Oha! Erzähl mir mal, wie man in einem Flugzeugrennen abkürzen kann. Oh, du keine Strecke hast. Ja, frage ich mich auch. Also, meine Flugzeug abzukürzen. Du kannst entweder oder sterben. Oder in den anderen reinkollidieren, also. Ja. Du hast zwei Optionen, fliegen oder sterben. Welche wählst du? Sterben. Ja, schwierig. Sterben. Aber du könntest fliegen. Oh. Ey, Bienen. Hast du die in deinen Kopf gesteckt, oder? Ja, oh komm, fresh mit. Kriegst noch ein paar. Ja. Ja, wenigstens etwas, Alter. So recht haben. Kalkulieren. Taschenrechner nebendran, oh, so, ja. Krass. Oh, jo, alles klar. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte dreimal die Chance, zweimal wurde ich getötet, einmal hatte ich kein Geld. Es war jetzt wichtig, vor dich zu kommen, sonst hättest du dich teleporten können. Nö, hätte mir nichts gebracht. Mein Zug wäre danach beendet. Freshmates. Achso.
Oh, ich habe wieder Geld bekommen. Perfekt. Ja, weil er auf dem Stahlträger. Oh. Ja. Ja. Stark. Weil ich beliebt habe. No. Believe it. Jetzt erst von der Null über Null. Das wäre so ein bisschen schade. Boah, das ist jetzt so Karma gewesen. Oh. So, jetzt muss ich mal eben. Oh, natürlich gehe ich da lang, Alter. Oh, oh. Oh. Er kriegt den Arcade-Automaten, okay? Ich wollte aber den Laser haben, Alter. Natürlich. Aber ich finde den Arcade-Automaten irgendwie cooler. Wie random ist das denn, dass wir auf der einen Map nur den Stab gekriegt haben? Weißt du, du kriegst diesen richtig krassen Laser und ich krieg so einen dämlichen Spielerautomaten. Ey, ist aber eine Safe-Trophäe, musst du bedenken, derjenige, der gewinnt. Ja, toll. Das heißt ja nicht, dass er das ist. Wollte ich gerade sagen. Versuche nicht in die Lava zu fallen, wenn die Plattform, auf der du stehst, löst sich auf und baut sich dann wieder auf. Ach, oh Scheiße. Gott. Gut, mein Freund, es wird gerade langsam stotterig. Ich glaube, ich bin noch müde. Das heißt, es kommt keine fünfte Runde mehr heute, glaube ich. No. Ich glaube, das einzige Spiel, wo unser Skill tatsächlich komplett gemeinsam schlägt. Woher weiß man denn, welche bleiben? Vanille, Milch, was machst du da? Ich sehe deine Leiche da. Ach, die wackeln nicht. Okay, ja. Ich hab's gerafft. Klasse. Boah, ich hätte mich fast wegbewegt. Also, Vanillemilch, Leiche ist wohl der Safe Point auf der Map. Nice. Oh, doch nicht. Oh, Leiche ist weg. Ach, man kann springen auch noch. Ja. Man kann springen? Ha! Ich glaube, wir lesen gerade am Vorteil. Ich glaube, die Steuerung war ja anfangs erwähnt, ne? Ja. Ich habe ja noch einen kleinen Snack weiter. Ah! Kleinen Snack, erstmal so eine halbe Pizza reinziehen. Nee, Milchreis, kalten Milchreis. Schön mit Zucker und Zimt. Oh, Milchreis. Oh. Oh nein! Oh Gott. Alter. Nein! Ja! Scheiße, Alter. So, wenn es rein, Alter. Mir ist das egal. Die einzigen, die mich hören könnten, wären im Flur und da ist gerade keiner mehr oder die oben drüber, aber die sind auch ganz oben und die können mich auch nicht mehr hören, also von daher. Selbstgemacht machen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, perfekt. Ah, nee, gar nicht. Schade. Ah, komm. Wow! Poh! Ach, ich hätte da mit der Raketen. Ach, Mann, bin ich ein dummer Idiot, Alter. Ja, das bist du. Ich hätte nach der Rakete auch nochmal würfeln können. Oh. Ja, hättest du. Ah, komm, drück uns den Bienenstock, genau. Ich merke schon, was du vorhast. Oh, doch nicht. Ei, okay. Ach. Ich war kurz misstrauisch, Alter. No. Die ist besser. Ach komm, die Avocado ist besser. Alter. Die Avocado! Du kannst mit der Avocado springen, Alter? Genau. Lol. Die Avocado, Alter. Oh, wenn man damit auf der Map über Hindernisse springen kann, das wäre witzig. Das wäre eine Gewürzgurke. Leute, ihr wisst schon, dass ihr unten links eine Steuerung habt, da steht auch springen. Das ist Baklava. Ihr habt unten links, wo steht A für Schau. Aber mal ganz ehrlich, liegt irgendwie eine Leiche. Aber mal ganz ehrlich, warum willst du mit so einer Aubergine springen, Alter? Weil du es kannst. Ey, guck mal, da liegt einer im Wasser. Oder im Öl, glaub doch, was sein soll. Ja, glaub ich auch. Das Spiel erlaubt, wie wär's damit? Kennt's nicht das springende Gemüse. Hä? War sein eigenes Feld. No. Ach so. Erstmal so, was? Fußspuren? So kurz. Was? War das so ein Metal Gear Solid 1 Reference oder was? Hä? Fußspuren? Französisch. Bitteschön. Dankeschön.
Sehr, sehr nett. Oh ja, okay. Oh nö. Oh, dafür natürlich wieder mit Cam. Lass das Essen da rein. Wir kennen alles. Das ist ziemlich witzig eigentlich. Och, das letzte Mal sind wir relativ lange noch rumgegeistert, nachdem das Labyrinth schon leer gelootet war, ne? Ich kann looten können wir. Nicht. Looten und ich verlauf mich. Looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Alter. Hey, es ist einfach so geschädigt, Alter. Das war einfach auch die beste Zeit, so muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also, wenn damit nicht aufgewachsen ist, der hat auf jeden Fall komplett was in seinem Leben. Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, oder so. Lol, ey. Ich hab's gesehen bei dir. Ich weiß jetzt, wofür die Hügel sind. Zum Abkürzen. Um auf die Mauer zu springen. Lol. Was hast du? System gedribbelt, Mann. Junge, ich nehme das komplette System auseinander. Oh Gott. Ah. Sind noch überhaupt irgendwo Schlüssel? Oh, hier ist einer. Ja. Einer. Da. Oh Gott. Die Vanillemilch ist ganz nah an mir dran, Digga. Ich wurde ausgenockt. Ich wurde ausgenockt. Gibt's auch noch Schlüssel? Ja, hier unten gibt's noch einen Schlüssel. Ja. Oh. Einen sehe ich rechts noch. Alter, knapp zwischen Vanillemilch und Schlüssel. Ein Schlüssel. Alter, was ist denn los? Ich habe einen richtigen Lauf, Alter. Ey, pass auf, das kommt gleich alles zurück. Oh, bitte. Warte, jetzt habe ich mich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ach, schade, Alter. Wieso, du nimmst uns doch beide mit der Rakete. Sicher? Nur, ich weiß nicht, ob die Rakete nach links oder rechts abdriftet. Echt? Oh, Tatsache, Alter! Ich glaube, das ist gerade nicht so amused. Oh. Egal. Hammer. Bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden, dass ich dich gerade mit der Rakete mitgenommen habe? Ich glaube, Alter, die Vanillemilch dribbelt uns hier gleich komplett aus, Alter. Ich nehme das einfach mal als Ja. System gedribbelt, der Bruder. Ja. Erstmal echt mit ignorieren. Hier los. Er hat schon drei Trophäen, Alter. So, das habe ich ja noch nie erlebt. Hier läuft irgendwas falsch. Halt was auf. Ist denn? Oh nein! Halt Alter. Oh. Oh ja, genau. Drück noch richtig schön Salz in die Wunde, Mann. Bei mir tötet der Wurm gleich. Richtig schön rein, die Wunde. Hey, Freshnate, du musst bedenken, du bist davon unverschont, von dem Ereignis, du warst schon dran. Ah, stimmt. Ja. Auch wieder. Ich poker. Oh, mein Rücken. Na. Elementare Eskalation, okay. Das hört sich eigentlich ganz lustig an, ne? Also ich, mir werden drei Spiele angezeigt, die wir schon hatten. Rollende Ragdolls, das hat sich auch richtig gut angehört, ey. Ich habe jetzt mal das genommen, wo Vanillemilch noch keine Chance hatte, es richtig zu spielen. Gemüsebraten. Oh Gott, das Suppe kochen. Da bist du richtig. Nein. Gemüsebratenpfanne, Alter. Das mit dem Bild. Oh nein. Oh, das war heftig. Au. Ich bin tot. Hazard. Krass. Mama Gott, Hazard. Aber du bist näher dran, also... Oh. Das stimmt. Das ist mit der Wrecking Ball. Als wenn er mir jetzt dafür noch einen reindrücken wollte, ey. I came in like a wrecking ball. Ich schenk irgendwem Schlüssel. Achso, mir das selber. Das ist dein Feld. Ach, ja. Schon wieder. Gut, gut zu wissen, dass mir drei Spiele angezeigt werden und ich als Auswählung keins davon das ist. Also, das ist, waren jetzt ist cool. Bei mir die Spiele broken oder bei euch oder komplett? Das ist lustig. Oh Gott. Also, wenn alle ausgewählt haben, kann er ruhig vorspulen. Ja, eigentlich schon. Ja. Auch ihr habt schlecht. Wie schlecht. Hätte ich doch greedy auf die 5 gegeben. Hab ich einen Moderator im Chat? Wenn ja, dann bitte mal die beiden Nachrichten löschen. Oh, was geht bei dir ab? Na gut, dich vorlesen, sonst gibst du dir noch eine Plattform, aber. Ja. Vielen Dank, Moderator. Kuss geht raus.
Alter. Also, das war alle hin. Weil so ein Zeug brauche ich hier nicht mit Wanna Become Famous und dann bei das und das und so. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Wo kommt sowas zu dir, Alter? Also, du bist jetzt nicht so groß, dass du die rein. Aber okay. Ja, du kannst diese oben ohne Fußstreams machen. Die kommen bestimmt gut. Ja, Mann, Hot Top Stream. Ich bin dabei. in so einem Hot Top. Oh Gott, das wird schief gehen. Glaube ich auch. Letztes Mal hat das so gut funktioniert, weißt du? Ah! Alter, hör doch auf! Kaktus ist gut. Ach, letzte Runde? Ja. Ja. Was geht da ab? Achso. Okay. Genau auf der Falle, Lull. Also die Runde habe ich auf jeden Fall verloren. Boah, das ist weggeflogen ist, Mann. Der hat gescheppert. Wobei ich ehrlich gesagt eher die Dingens genommen mit einem, aber egal. Oh, mit der Rakete hätte ich mir. Ah, ne, ich hätte mir nicht zurück. Ja, stimmt auch wieder. Ah, jetzt, wo du sagst, vielleicht mit der Rakete wäre ich natürlich drangekommen, aber ich hätte es mir nicht leisten können, also ist das einfach egal. Ach, nicht, wie ich schieß vorbei. Oh, was? Wieso tot? Wow! Was ist los? Das war Champ. Die letzte Runde noch so richtig ehrenlos, weißt du? Ja, kommt davon, dass er die ganzen Pokale eingeheimst hat. Jetzt kriegt er den Zorn aller. Gut, ich weiß nicht, was Striker noch hat. Ich hab nichts mehr. Okay. Das warst du gerade, ne? Ja. Ah, verschnellt. Was hast du denn noch Feindes für ihn? Weiß ich nicht, guck ich gleich mal. Instakill. Instakill wird schwierig. Schade. Ja, jetzt hat er sich geschützt. Außer er landet auf einem blöden Feld. Ja. Ne, doch. Doch! Ach, hör doch auf. Du könntest jetzt noch den Arcade-Automaten bespielen. Das stimmt wohl. Oh, stimmt. Was hab ich denn noch so? Aber der Arcade-Automat ist eine sichere Möglichkeit, zumindest, dass irgendwer einen Pokal kriegt. Komm, wer hat denn? Was? Also du klaust damit nichts, nur damit es nochmal klar ist. Du generierst einfach einen neuen. Boah, wen von euch beiden nehme ich denn, ne? Okay. Komm, wir mal in den Straßenspringen. Okay. Bisschen Frogger. Nur nach vorne, okay. Voll aus Kacke. Das hätte ich ja so verloren. Oh Gott. Ihr sollt euch nicht von Autos überfahren lassen. Aber. Ja, ich muss gucken, dass es. Das Problem ist, du bronzt. Alter Junge, die Autos werden sogar unterschiedlich schnell. Ja, ist gar nicht mal so easy, Alter. Oh Gott. Gleichstand. Ihr seid gleich auf. Gibt nein! Nein, 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 oh Gott. Ja! Oh! Ja! Wow. Mann! Krass. Oh. Fuck, Alter, ich werd schon wieder zu laut. Hör doch auf. Voll, wenigstens krieg ich noch ein bisschen Gesundheit. Super geil. Ich weiß, wer verliert. Oh, vielleicht komme ich. Ja, vielleicht komme ich diesmal ja in den Knast. Komm schon knascht. Komm schon knascht, Bruder. Pass auf, jetzt überholen uns alle noch so. Willkommen zu den Pummel Awards. Pummel. Also. Meisten Schaden, röhrig. War klar. Ja, der Verbrecher an der Menschheit hier, ne? Ist so. Der. Und da? Vanillemilch. Auch? Oh. Alles klar, Platz 1. Ich bin auf Platz 1. Wehe. Abstandsgott. Ja, Mr. Zylinder. Ich hab echt gewonnen, Alter. Verarscht auf den anders. Ich hab besser mal mit Koyampel das Ding da gemacht, ey. Keine Ahnung, ich find das auch schon witzig mit euch.
Ich hab dir einfach nur zum Sieg verholfen, Alter. Was gibt's? Das gibt's doch nicht. Oh. Einfach mal schon. Also ich wäre das geringste Risiko gewesen, ganz ehrlich, das kann ich schon mal sagen. Ehre für den Arcade, Alter. Oder wie Kalle sagen würde, Ehre in den Ass. Ehre in den Ass, ach. Ja, ich bin eingeknastet. Komm her. Ja, aber sagen wir es mal so, hättest du gegen Koyampel gespielt und Koyampel hätte gewonnen, hätte ich auch gewonnen wegen der Anzahl der Schlüssel. Also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Auch wenn die Minispiele ab und zu sehr einseitig sind. Ich glaube, das ist einfach der Nervenkitzel, der dann da so sitzt, weißt du, dann denkst du so, okay, gut, gewinnt er jetzt weil nicht. Sehen wir es jetzt mal so, dass wir jetzt die 4 gegen 1 Minispieler hatten, war ich jetzt das meiste immer der Einzelne, abgesehen davon, ich fand das 4 gegen 1 eigentlich relativ witzig, obwohl hier, Vanillemilch war einmal high, hat er total verkackt. Ja, einmal, aber das war's dann auch. Ich hab da gar nicht durchgeblickt. Ist gar nicht so gut gelaufen für ihn, ne? Warte mal, ich mach mal kurz hier YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's dann heute mit der letzten Runde. Chat, der noch da ist. Wir sind noch ein paar Minuten da, aber was Großes starten wir auch nicht mehr. Also, nur dass ihr Bescheid wisst. Boah, Alter, richtig in die Atmosphäre.